rechts, Schleim doch. Prom Cloud. Das Schmierzettel von Metaro. Hey, die Stimmung ist ja super, habe ich schon mitbekommen. Bevor ich anfange, ich spreche nur Deutsch, okay? Bei mir gibt's kein Englisch, keine Anglizismen, kein Fuck you, ja? Bei mir gibt's nur Deutsch. Okay? Okay, passt. Ich will nur wissen, bevor ich loslege, ob wir mehr Männer oder mehr Frauen da haben, weil danach richte ich die Themen dann aus, okay? Wenn ich sage, wo sind die Frauen, machen die Frauen alle bitte. Wenn ich sage, wo sind die Männer, machen die Männer alle. Okay? Wo sind die Damen? Wo sind die Männer? Ja, okay. Ich glaube, die Frauen waren ganz gut dabei. Ja, ich stelle mich vielleicht zunächst mal vor. Mein Name ist Alex Profant. Ich bin Vollzeit-Comedian. Ja? Oder wie meine Mutter immer sagt, von was lebst du? Ich sage immer, Mama, pass auf, das ist ein Job wie jeder andere. 40 Stunden die Woche acker ich auch noch. Nebenbei in der Bar. Ja. Nein, ich lebe natürlich von meinen Gagen, die ich bekomme bei meinen Auftritten. Ja. Wenn ich einen guten Abend gehabt habe, bekomme ich richtig gute Gage. Ja. Wenn ich einen schlechten Abend gehabt habe, bekomme ich wenig Gage. Dementsprechend ernähre ich mich auch. Okay? Das heißt, wenn ich einen schlechten Abend hatte, gibt es bei mir einfach amerikanische Spaghetti Bolognese. Das sind einfach Nudeln mit Ketchup. Wenn aber der Abend super gelaufen ist, dann sind die Nudeln vorher gekocht. Ich bin viel unterwegs und man kommt auch oftmals in den Moment, wo man sich sehr einsam fühlt, nachts im Bett. Das kennt sicherlich auch der ein oder andere von euch. Und man muss sich irgendwas einfallen lassen. Und ich bin ein Mann. Und als Mann habe ich mir eine neue Strategie zugelegt, was ich mache, wenn ich einsam bin nachts. Dann gehe ich an den Kühlschrank, greife ins Tiefkühlfach rein und hole einen Kühlakku raus und positioniere ihn am Fußbettende. Wenn ich dann in der Nacht mal das Bedürfnis nach einer Frau habe, strecke ich einfach meine Füße rüber und alles ist vorbei. Ich habe einen Freund, Stefan, der hat eine ganz andere Variante. Der sagt immer, wenn ich mich einsam fühle, dann schiebt er das Bett an die Wand und schläft mit dem Gesicht an die Wand. Er sagt, es gibt ihm das Gefühl, dass ihn jemand anatmet. An dem Punkt bin ich noch lange nicht, Gott sei Dank. Ja? Ich bin gerade dabei, ich wechsle jetzt gerade zu meine Dating-Strategie. Ich habe früher immer wahnsinnig gerne nachts gedatet, ja? Weil ich bin eher so der schüchterne Typ. Ja? So Friedhof, Parkplatz und sowas. Ich wollte mich auch nicht immer gleich zu erkennen geben, hatte immer so eine Sturmmaske dabei. Man weiß ja nie, verstehst du, vielleicht sieht man den anderen mal untertags. Mittlerweile treffe ich ja die Leute auch untertags. Ich hatte neulich ein ganz interessantes Date am englischen, am chinesischen Turm im Englischen Garten. Ja? Finde ich, ist eine tolle Atmosphäre dort. Ich habe ein Mädchen getroffen und die war bildhübsch. Wenn ich sage bildhübsch, war die echt bildhübsch. Die war super. Die war echt toll. Die war auch kultiviert, die hat ihren Burger mit Messer und Gabel gegessen, ja. Eine echt tolle Frau. Und ich frage mich die ganze Zeit, während wir uns so anschauen, weiß sie schon, wen sie datet? Ist sie blind? Ja, ja, kann ja sein. Ey, es gibt so, ich bin Mann, wenn eine Frau wirklich bildhübsch ist, dann sage ich immer so, boah, du bist so hübsch, ey. Ich weiß gar nicht, ob ich 200 Euro dabei habe. Aber ich muss eines sagen, das Problem war, kennt man es, wenn man nicht so richtig in Gänge kommt, so beim Gespräch. Ja, man merkt einfach so, irgendwie, es hat nicht so, es war so wie ein Tennisspiel, so, eher so, bumm, bumm, Vorhand, Rückhand, bumm, bumm. Und ich muss es auch sagen, wie es ist, es war leider ein sehr enttäuschendes Date, kurz und knapp, ja, wir sind dann im Bett gelandet. Und das war auch ungefähr so wie beim Gespräch. Ja. Nichts Besonderes, nur Boom, Boom, Vorhand, Rückhand, Boom, Boom. Und da hast du das Problem, verstehst du, dann bist du in der Situation, wo du einfach sagst, so, boah, ich will eigentlich nicht mehr hier bleiben. Es gibt Leute, die sind wirklich sehr angenehm, wenn sie schlafen. Kennt ihr die, die so süß, so ganz leicht schnarchen, so.
Und du guckst rüber und denkst so, ach, so süß. Dann gibt es die Leute, die so schauen. Und du guckst rüber und du denkst dir, wie erkläre ich das dem Staatsanwalt? Und genau war es auch so. Und ich habe eins gedacht, na pass auf, weißt du was, ich mache das Beste draus. Ja. Ich habe angefangen sauber zu machen, Gläser weggetan, Kondome. Habe ich angefangen zu saugen. Dann wird sie wach und meint so, weißt du was, Alex, ich finde es echt toll, dass du so ein ordentlicher Kerl bist. Wirklich. Finde ich super, dass du aufräumst. Aber wieso musst du um 3 Uhr nachts saugen? Und ich habe mir gedacht, na pass auf, der zeigt. Ich sage, ich sauge, Mann, ich will! Und sie so drauf, aber nicht in meiner Wohnung! Ja, das war ein sehr enttäuschendes Ding. Ah, Mann! Ich will nur eins, wir haben heute hier Inder, ja? Inder? Ihr seid die Inder? No German, okay. Police, please. Sorry. Der ist mir rausgerutscht. Haben wir nicht irgendwie, ich habe vorhin was von der Anna gehört und von Amad? Okay, egal. Aber ich sehe gerade einen Asiaten. Hallo, der Herr. Woher kommst du? Ah, krass, aber siehst du, wie man sich vertun kann? Ich hätte jetzt echt gedacht so, keine Ahnung, Hongkong sowas. Und als ich dich angeguckt habe, habe ich auch direkt Bock auf eine Fußmassage bekommen. Ich weiß nicht warum. Ich muss jetzt runtergehen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, viel Spaß in der Drehleier. Dankeschön.